Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und in diesem Video präsentiere ich euch ein super krasses, brandneues Produkt. Und zwar die Generation Premium Kollektion auf Deutsch. Und zwar sehen wir hier Rutena. Einen Moment, ist eine Münze runtergefallen. So, genau, wir sehen hier Rutena und Glurak GX Tech Team und Bisaflor und Serpifeu GX Tech Team. Sehr cool, diese beiden Promos hier drin. Ich hoffe, die kommen im super Zustand raus. Und wir haben hier auch ein XXL Glurak und Rutena GX drin. Mit alternativem Artwork, einem Poster, 6 Booster Packs. 2x Welten im Wandel, darauf freue ich mich sehr. Einmal Kräfte im Einklang, darauf freue ich mich auch unglaublich sehr. Und einmal Bund der Gleichgesinnten, okay. Und ja, Aufziehen der Sturmröte ist nicht so cool und ich vermute mal Nacht in Flammen. Ja, Nacht in Flammen ist echt nicht so gut. Aber 4 gute Booster und 2 nicht so gute ist in Ordnung in so einer Box. Können ja nicht alle Packs top sein. So, genau. Und warum ich die öffne? Die ist in einem sehr interessanten Zustand. Deswegen würde ich mal sagen, öffnen wir die mal. So. Schwupp. Und hier auch da. Ich bin echt gespannt. Das Poster, das Motiv, ich glaube, ich kenne es schon und es ist super cool. Mal sehen. Jetzt hängt es da und wird jetzt runterfallen. Schwupp. Ja, ein bisschen beschädigt ist es auch. Aber nicht schlimm. So, wir haben hier auf der Rückseite übrigens einmal ganz kurz für euch noch stehen, was wir dort drin erhalten. Die Generation Premium Kollektion. Tech Team Pokémon über Generationen hinweg. Genau. Eben weil die Tech Team Pokémon, die dort drin sind, aus verschiedenen Generationen kommen. So, dann packe ich das mal hier hin. Passt hier nur ganz knapp hin. Hier haben wir das Poster und da sehen wir dann direkt Glurak und Rutena. Und natürlich die anderen, die kommen jetzt auch noch. Und zwar hier. Super cool hier. Bisaflor und Turtok, Serpifeu und hier eben Glurak und Rutena. Das ist eher ein A3-Format-Poster, ist jetzt nicht so riesig. Kann sich also gut irgendwo hinhängen. So, das kommt hier an die Seite. Und jetzt machen wir natürlich das Wichtigste auf. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht nochmal am Daumen verletze. Der sieht echt nicht so gut aus im Moment. Der ist ja in Mitleidenschaft gezogen. So, deswegen hoffe ich, dass das mit den Openings super klappt. Leute, das ist ein krasses alternatives Artwork. Da sehen wir Glurak und Rutena. Prächtige Flamme, feuerrote Flammensäule. GX SM Promo Nummer 230, 270 KP. Du kannst dein Deck nach bis zu 3 Karten durchsuchen, sie auf deine Hand nehmen und sie auf deine Hand nehmen. Mische anschließend dein Deck, das ist sehr, sehr gut. Allerdings ist der Gegner dann dran. Und hier feuerrote Flammensäule GX. Lege 5 Basisenergiekarten aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Pokémon an. Wenn an dieses Pokémon mindestens eine extra Energie angelegt ist, zusätzlich zu den Kosten dieser Attacke, ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt verbrannt und verwirrt. Das ist nicht schlecht. Heißt also, gute Aufladung möglich. Ich habe das Gefühl, diese Karten sind extrem dick. So, und hier haben wir dann noch das Bisaflor und Serpifeu im guten Zustand. Sehr schön, 270 KP. Schimmernde Ranke einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist. Und wenn du eine Pflanzenenergiekarte aus deiner Hand an es anlegst, kannst du ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon tauschen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine richtig gute Fähigkeit. Waldhieb, naja, eine Pflanze, 3 farblos, 160 nur. Finde Tech-Team jetzt nicht so super. Solargewächs, GX, für 3 farblos. Diese Attacke fügt jedem Pokémon deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. Wenn dann dieses Pokémon mindestens 2 extra Energien angelegt sind, zusätzlich zu den Kosten dieser Attacke, heile allen Schaden bei jedem deiner Pokémon.
Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also der GX-Move, der ist okay. Finde ich. Kann situativ sehr, sehr gut sein. Sehr coole Promokarten, nichtsdestotrotz. Und Leute, jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Vorsichtig. Und zwar die XXL-Promo. Mit Glurak und Rutena. Sehr cool. Übrigens, Bisaflor und Seppifeu ist erst in Promo Nummer 229. Und hier haben wir nun das Rutena. Ja. Ich will die Karten hier nicht beschädigen. Aber jetzt auch noch nicht in der Hülle tun. So, so hat alles Platz. Sehr schön. Sehr schön. Das nenne ich nochmal ein Background. Und jetzt gucken wir mal, was für Booster wir haben. Tatsächlich Nacht in Flammen und Aufziehen der Sturmröte. Ja, ist halt so. Welten im Wandel, sehr gut. Kräfte im Einklang. Und natürlich Bund der Gleichgesinnten. Und das auch noch eine PTCGO-Codecard. Ich sortiere das mal so, wie das für mich so am coolsten ist. Eine PTCGO-Codecard, die schaltet natürlich diese coolen Promos hier für das Online-Sammelkartenspiel frei. So, nämlich. Alles an die Seite. Und wir haben uns Platz geschafft. Sechs Booster und jetzt geht's los. Super cool Promos, eh schon in der Box. Aber Leute, diese Box hat's in sich. Also ich bin mir, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was der Ladenpreis ist. Aber ich befürchte 50 bis 60 Euro im Geschäft. Das ist schon hart. Das ist schon sehr heftig. Vor allem, weil ähnliche Premium-Kollektionen mal hier in Deutschland auf jeden Fall für 40 bis 45 verkauft wurden. Und nur weil da jetzt zwei alternative Full Arts drin sind, die Tech-Team sind, denken die, die können uns noch mehr Geld abknüpfen. Und damit haben sie eindeutig recht, sie können uns damit noch mehr Geld abknüpfen. Aber das heißt nicht, dass ich das so super finde. Denn das ist echt verdammt teuer. Im Prinzip zahlt man bei dieser Promobox einfach die Promos ab. Da kann man sich dann auch nur die Promos im Internet kaufen. Theoretisch. Die ist schon echt verdammt teuer, die Promobox. Nach den Flammen, das werde ich jetzt hier nicht so hypen, dieses Pack. Es ist einfach das, was es ist. Velosi haben wir hier und Kostur so. Yeah. Das ist wirklich nicht so cool. Aufziehen der Sturmröte. Auch jetzt nicht so meins. Ich hoffe natürlich, dass wir was Gutes ziehen. Am besten eine GX oder besser natürlich. Vielleicht sogar eine Full Art, das würde den Preis von dieser Box wenigstens so ein bisschen raushauen. 60 Euro ist echt megamäßig viel. Tuska, Velursi, Schnuthelm, Wablu und Quieke. Gar meine Pflanzenenergie. Emolga, Konterfänger. Flunkiefer, Krebutak ist die Reverse und Marmutel die Stern. Nichts Besonderes, aber in den beiden Packs wollten wir auch nicht unbedingt was Besonderes. Ich glaube, ich schnapp mir meine Wunderfänger auf. Noch vorsichtiger sein kann ich aber bald nicht mehr. Auch hier Codecard an die Seite. Und hier haben wir Meditia und Knilz. Bummels. Und Drifblon, Araquah, eine Finsternisenergie, Navitaub und Wiederverwertungsenergie, Voltolos, sehr schön ankommen, unbekanntes Fossil, Steel Reverse. Okay, drei Booster Packs, drei Sterne, das ist nicht so gut. Ich hoffe echt, dass wir was aus dieser Box ziehen. Also Leute, wenn wir nicht ziehen, dann bin ich schon echt ein bisschen stinkig. Ich denke, das darf man auch sein. Klar, wir kriegen schöne Promos, aber schöne Promos heißt nicht, dass sie den Preis der Box rechtfertigen. Mal ernsthaft. So, Mauzi haben wir hier. Und Kleinstein. Porygon. Und Froxy. Stolunior. Eine Finsternisenergie. Quapuzzi, Duflor und Dodri. Charmian ist die Reverse. Und Alola, Diktri, die Stern. Ja, Leute, zwei Packs noch. Keinen einzigen Pull. Das ist echt richtig schlecht. Das ist ja schon fast gemein, hier nichts zu ziehen.
Wenn es so ist, dann ist es so, da kann man da nichts machen. Manchmal hat man hier bei diesen Pokémon-Kartenprodukten echt mega Glück und manchmal lost man so ein bisschen ab. Gladiantri, eine Feenenergie, Arboretos, Cosmovum, Flunkiefer, Zwielichtier, die Reverse und Alola Sandama. Letztes Pack, ich denke, das könnte eine perfekte Dotbox werden. Also keinen einzigen Treffer. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt ist mein Daumen wieder offen. So. Auch nicht schlecht. So, wir haben hier Teddy Ursa, Nasknet und Leufeo. Flabébé und Seemobs. Eine Stahlenergie. Anestro. Zugenergie. Unbekanntes Fossil. Oh, wow. Ja, wir haben ein Magnetilo Full Art gezogen. Die Karte, ja, senkt unseren Einkaufspreis von 60 auf 58 Euro. Unglaublich. Und wir haben Empoleon. Ja, definitiv der beste Pull ist dieses Magnetilo, was leider nicht so wirklich selten ist. Aber ich würde sagen, diese Promos sind es ja fast wert, so viel Geld dafür auszugeben. Sie sind echt mega cool. Also, das muss man schon sagen. Das sind super coole Promos. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum Rutena mit Glurak da drauf ist und nicht Finks, aber ja, sonst echt alles gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und schaut auch weiterhin rein, wenn ich euch alles Mögliche unboxe. Das lasse ich natürlich übrigens nicht auf mir sitzen. Ihr kennt diesen Channel, ihr kennt Pokémaniac und das bedeutet, wir müssen anscheinend noch eine von diesen Boxen öffnen. Bis dann. Viel Glück bei euren eigenen Openings und viel Glück in Schwert und Schild. Viel Spaß dabei.